Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Jahrelange Psychotherapie hat für den einen oder anderen Erfolg, für den anderen weniger, aber es gibt auch neues Wissen in diesem Bereich und dafür habe ich einen Traumatherapeuten heute hier zu Gast, Gopal Norbert Klein. Er spricht mit uns über die neuesten Methoden und Möglichkeiten, gerade auch in der Psychotherapie zu integrieren und dadurch auch die Menschen zu begleiten, in eine Lösung zu kommen, ein glücklicheres Leben und eben auch Leidenskreisläufe zu unterbrechen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Gopal, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Ja, du bist ja Traumatherapeut. Wir hatten schon einige Interviews zu deinen Methoden und heute geht es mal speziell auch für die Psychotherapeuten oder Menschen, die mit Menschen arbeiten und eben Menschen begleiten, aus dem Leiden rauszukommen, was denn einfach auch wichtig ist in der heutigen Therapie, in der Anwendung. Ja, gerne. Also du hattest es ja eingangs schon gesagt, Psychotherapie heute funktioniert nicht wirklich. Mhm. Das ist etwas, was wir uns alle vielleicht eingestehen sollten. Wenn Menschen über viele Monate oder oft auch Jahre zur Therapie gehen, da kann irgendwas nicht funktionieren, weil wir geben auch unser Auto nicht für Jahre in eine Werkstatt, sondern wir geben es in die Werkstatt, dann wird geguckt, was das Problem ist, es wird repariert und dann bekommen wir es wieder. Und das hängt damit zusammen, dass in der Werkstatt eben die Ursache gefunden wird und dann brauchen wir auch keine lange Zeit. Und ich selber habe leider als Betroffener auch 30 Jahre ungefähr Therapie gemacht, ohne dass sich irgendwas grundlegend geändert hat. Und aus diesem ganzen Leiden, aus diesem unsäglichen Leiden habe ich einfach geforscht und versucht herauszufinden, was denn eigentlich der Punkt ist. Habe mich an den modernen Traumaforschern orientiert, den führenden Traumatherapeuten, und bin aber inzwischen auf eine eigene Sicht aufgrund meiner Erfahrung und der Arbeit mit Menschen gekommen. Und es zeigt mir, dass wenn ein Therapeut diese Haltung oder dieses Verständnis hat, dass dann in sehr vielen Fällen Menschen in Minuten geholfen werden kann. Weil in dem Moment, wo ich die wirkliche Ursache anspreche und adressiere, muss es ja zu einer Veränderung kommen. Wenn ich drumherum navigiere, dann kann ich das auch Jahre machen. Mhm. Ja. Wenn ich aber den Punkt treffe, dann kommt es in der ersten Sitzung, in den ersten Minuten zu einer Transformation. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Und das, diese Sicht oder diese Hintergründe, die würde ich gerne erklären, super, in der Hoffnung, dass das vielleicht Fachpersonal auch selber anwendet irgendwann. Sehr gut. Du hast uns Folien mitgebracht. Vielleicht gehen wir gerade mal auf die erste ein. Genau, das ist die Ausgangssituation. Das habe ich Kreislauf des Leidens genannt, weil das ein sich selbst verstärkender Kreislauf ist, aus dem der Betroffene selber nicht herausfindet. Und der Ausgangspunkt ist oben die Projektion. Das sind also Zahlen, stehen davor. Also erstens Projektion. Das ist der Einstiegspunkt, wie Menschen ihr Leiden erzeugen. Und das, was ich hier unter Projektion oder blinder Fleck bezeichne, ist eine Projektion von gefährlichem Verhalten, die ich prinzipiell auf Menschen projiziere, die mir näher kommen. Also wenn jemand in meinem Leben erscheint und vielleicht sich eine Beziehung anbahnt, dann projizieren die Menschen eine gefährliche Handlung auf diesen Menschen. Das heißt, entweder, dass er mich angreift, mich verlässt, mich ignoriert, sich totstellt oder mich manipuliert. Das sind sozusagen die vier Kategorien aus der klassischen Schocktrauma-Arbeit. Und das ist der Einstiegspunkt, mit dem der Klient seinen Horror aus der Kindheit in jedem Moment neu erschafft. Warum? Weil diese Projektion ist unbewusst und sie wird nicht kommuniziert. Das bedeutet, ich zwinge mein Umfeld, entsprechend meiner Projektion zu reagieren. Dann scheint alles so zu sein, wie ich mir das vorstelle. Und durch diese Not, die dann eben durch fehlende Bindung entsteht,
kommt es zum zweiten Punkt, zur Dysregulation des autonomen Nervensystems. Das heißt, der Organismus des Klienten schaltet in einen Gefahrenmodus, um das mal ganz rudimentär zu beschreiben. Man könnte auch sagen, derjenige produziert ununterbrochen Stress in seinem Körper. Das ist also die Folge dieser Projektion. Deswegen steht da auch Körper. Und darunter habe ich geschrieben, leiden, weil keine Kohärenz zur Umgebung besteht. Das ist jetzt auch noch wichtig. Das nennt man Dysregulation oder Stress im Körper ist in dem Sinne nur Leiden, wenn es keine Entsprechung zur Umgebung hat. Wenn ich real in einer gefährlichen Umgebung bin, natürlich geht dann mein Körper in die Aktivierung für Kampf und Flucht. Das macht ja auch Sinn, ja. Wenn ich unter Gefahr kämpfen oder fliehen muss, dann leide ich aber nicht, weil dann wird Energie kanalisiert. Aber das, worum es hier geht, ist, dass der Körper sich auf eine Gefahrensituation einstellt, die es aber außen nicht gibt. Und diese Diskrepanz ist das eigentliche Leiden, mit dem jemand kommt. Also das Leiden ist etwas Reales im Körper, aber es wird durch nicht reale Ideen von Gefahr in den Beziehungskontext hineinprojiziert und geht davon aus. Und die beeinflussen sich natürlich gegenseitig, deswegen die zwei dicken Pfeile in entgegengesetzte Richtung. Wenn der Körper in die Dysregulation kommt, dann verändert sich die Wahrnehmung so, dass sozusagen auch leichter Gefahr projiziert wird, weil der ganze Körper in einen Zustand versetzt wird, der sich auf Gefahr und Kampf und Flucht bereit macht. Also ist das wie so ein Antrieb für den Verstand, die Gefahrenprojektion sozusagen auszuführen, weil außen gibt's ja keine Gefahr. Ich muss das also irgendwie kohärent machen und das kriege ich eben nur, indem ich Gefahr projiziere. Sonst würde mir auffallen, dass da irgendwas komisch ist. Und wie gesagt, in die andere Richtung auch, das hatte ich ja zuerst erklärt, wenn ich projiziere, bringe ich den Körper in Not. So, und das ist der Kern von Entwicklungstrauma und Leiden, wie sich das immer wieder neu inszeniert und aufrechterhält. Dann geht der Kreislauf aber weiter. Diese Not im Körper, die dadurch entsteht, die kann ich als Betroffener nicht direkt auflösen, weil ich die Ursache nicht sehen kann und nicht verstehe. Also kann ich die Ursache nicht lösen. Ich muss eine Kompensation suchen. Ja, und das ist eben der dritte Punkt unten, das ist der Lösungsversuch. Und das wiederum bedeutet, dass ich selber in eine von diesen Defensivkategorien zurückfalle. Angreifen, mich totstellen, betäuben, weggehen, mich trennen oder manipulieren. Das ist der Lösungsversuch, der wiederum beim anderen die Not triggert. So, das heißt, es ist wie ein Teufelskreis. Und ich kann das Problem dadurch nicht lösen, weil ich nicht in einen Kontakt komme dadurch, weil es ja eine Defensivreaktion ist, die mich trennt. Ne, weil ich ja auf scheinbare Gefahr reagiere und es aber auch nicht zur Sprache kommt und meine Bedürfnisse eben nach Nähe nicht genährt werden. Das alles führt dazu, dass irgendwann Symptome auftreten. Das wäre dann der vierte Punkt, wie sich das Problem im Außen manifestiert als Symptom. Und das kann alles Mögliche sein. Beziehungslosigkeit, Konflikte, Einsamkeit, Substanzabhängigkeit, physische Krankheiten, psychische Krankheiten. Das ist sozusagen der Kanal, den das System dann findet und ein Symptom produziert, um diesen Stress, diese Ladung im Körper irgendwo hin zu kanalisieren. Und dann natürlich macht das alles wieder Sinn, dann bin ich wieder bei der Projektion und so sieht das alles kohärent und real aus. Die Ideen, die ich habe, die Körperzustände, das identifizierte Problem, der Versuch, damit umzugehen und damit bin ich komplett in der Kindheit, was ich damals so real erlebt habe und die Welt erscheint mir wieder so und es sieht absolut überzeugend und echt aus und ist eine komplette Illusion, außer eben, wie gesagt, diese Dinge, die dann im Körper passieren, die natürlich real dann neu erzeugt werden und das ist der Kreislauf von dem Ganzen und da muss ich irgendwie raus. Extrem gespiegelt bekommt man es ja dann in Situationen, wo man wirklich vielleicht dann auch den gleichen Vatertyp als Partner anzieht. Gibt's ja auch so dieses Reproduzieren zum Beispiel auch von Gewalt in der Ehe oder so, wenn der Vater geschlagen hat,
dass dann auch, dass man sich einen schlagenden Partner zum Beispiel holt. Das wäre ja das wirklich Krasse. Und dann gibt's ja auch, sag ich mal, Schauplätze, die kommen einem erstmal gar nicht so vor, als ob das einer wäre, weil das so nichts Dramatisches erstmal ist, augenscheinlich, oder? Es gibt halt unterschiedliche Formen von Traumatisierung. Also das Offensichtliche ist, wenn man zum Beispiel als Kind Gewalt erlebt hat, physische Gewalt. Mhm. Es gibt auch nicht offensichtliche Traumatisierungen, die umso schwerwiegender sind, zum Beispiel wenn es um Ignorieren geht oder verlassen werden. Ja, das ist viel schwieriger, weil es nicht offensichtlich was Negatives ist. Also jemand, der physische Gewalt vom Vater erlebt hat, der hat es auf eine Art leichter, weil es ist im Außen ein adressierbares Objekt oder Vorgang vorhanden, ja, der einen Bezug zu meinem Innenleben hat. Wenn aber zum Beispiel ein Kind erlebt hat, dass die Mutter nie da war, dann ist das Problem darin, dass es kein Objekt gibt, worauf die Not projiziert oder in Bezug gesetzt werden kann. Weil ich muss ja dann, also da ist ja ein Gefühl von Not und Wut und alles auf ein nicht vorhandenes Objekt. Und das ist ein viel schwieriger Prozess, auf eine nicht vorhandene vorhanden gewesene Mutter wütend zu sein, das ist viel schwieriger, weil es eben nichts Greifbares ist. Ja. So und so, ja, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Und wir können halt nur mit dem Beziehungsmuster in Kontakt treten, was wir gelernt haben, weil sonst haben wir nichts. Ne. Wir können nicht mit was anderem in Kontakt treten, mit einem anderen Muster, weil wir das gar nicht im System haben. Wir haben das so gelernt. Nähe und Gewalt ist eins in dem Beispiel. Das ist wie zementiert. Nähe bedeutet Beziehung, Nähe bedeutet Gewalt. Das ist so tief im System verankert, dass ich gar nicht auf die Idee komme, ja, also irgendwen anderes in mein Leben zu lassen. Es wird immer auf eine Art wieder das Gleiche passieren. Und das kann man auch nicht verhindern. Das Einzige, was man eben machen kann, ist, dem Menschen zu helfen, mit der Figur, die jetzt im Leben erscheint, also solange es nicht reale Gefahr mit wirklicher physischer Gewalt bedeutet, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist alles, was aus meiner Sicht moderne und wirklich funktionierende Traumaarbeit macht, den fehlenden Kontakt herzustellen. Weil dann realisiere ich, dass der Mensch heute, auch wenn er ähnliche Muster hat, mit mir über diese Dinge sprechen kann. Und das ist als Kind nicht möglich gewesen. Diese Kommunikation über die Not in mir mit dem Umfeld war nicht möglich. Das ist ja das, was Trauma ausmacht. Ja, und wenn ich das aber helfe, das wiederherzustellen, dann löst sich dieser Kreislauf auf. Ja. Und ja, genau, auf der nächsten Folie ist nochmal der erste Aspekt nochmal genauer beschrieben, weil zu dieser Projektion gehören eigentlich drei Aspekte. Mhm. Ich hatte auf der vorhergehenden Folie gesagt, Projektion von gefährlichem Verhalten. Das steht jetzt hier auch nochmal. Aber dazu kommt noch, dass ich unbewusst auch projiziere, wie ich das angeblich auslöse. Zum Beispiel durch meine Bedürftigkeit oder durch meine Abgrenzung oder durch meine Wut. Das ist also die unbewusste Idee, zum Beispiel, ein Beispiel, mein Partner oder der Mensch, der mir näher kommt, wird mich in jedem Fall verlassen, sobald ich ein Bedürfnis nach Nähe kommuniziere. Das heißt, wir projizieren auch einen angeblichen scheinbaren Auslöser in uns damit rein. Und dann projizieren wir noch den Grund, warum derjenige auf mich so reagiert. Ja, das kann zum Beispiel so sein, er verlässt mich dann, also oder wenn ich ein Bedürfnis nach Nähe kommuniziere, verlässt mich dieser Mensch kommentarlos, weil er selber so bedürftig ist und katastrophale Lebensumstände hat, dass er mit meinem Bedürfnis überfordert ist. Das ist also ein Komplex als Projektion im Kopf und das ist die Abbildung der real erlebten Kindheit im Kopf der Menschen als Projektion auf den Beziehungskontext, der immer wieder drüber gelegt wird. Und solange ich das nicht auflösen, adressiere, kann ich jahrelang, jahrzehntelang Psychotherapie machen und es wird nichts grundlegend verändert. Ich muss an diese Projektion ran, weil das der Einstiegs- und der Ausgangspunkt ist. Und mit welchem Verfahren, das ist eigentlich nicht der Punkt, aber das muss durch echten Kontakt aufgelöst werden, weil sonst gibt es keine Verbindung und sonst können unsere eigentlichen Bedürfnisse nicht genährt werden. Ja. Mhm.
Genau, und hier ist nochmal das Gleiche ein bisschen anders dargestellt mit zwei Menschen, die sich begegnen. Also wir haben links einen Mensch, das TN1 bedeutet Teilnehmer 1, rechts Teilnehmer 2. Und wie sich das gegenseitig bedingt, das ist die gleiche Aussage wie auf den vorhergehenden Folien. Wir haben den scheinbaren Auslöser in mir, das sind die roten Pfeile, ja, also meine Bedürfnisse, meine Abgrenzung und so weiter. Und das, was ich projiziere, gefährliches Verhalten und den Grund, warum jemand das macht. Und in der Mitte sehen wir, dass dieser Vorgang beide Menschen voneinander trennt. Ja, also das ist der der Leidenskreislauf nochmal anders dargestellt, und das ist oben auch in der Überschrift zusammengefasst. Das ist die Kindheit im Kopf, ja, als erlebte Realität, die es aber nicht mehr ist. Ne? Und das ist das, was eben Beziehung, Kontakt und damit Erfüllung verhindert. Und in der nächsten Folie sehen wir dann die Lösung, wenn also dieser Austausch stattgefunden hat und das Tabu mitgeteilt wurde. Das, was ich jetzt beschrieben habe mit dieser Projektion, die aus diesen drei Komponenten besteht, das ist das Tabu der Menschen. Das ist das, was wir vor anderen Menschen verheimlichen. Das wollen wir nicht mitteilen. Das ist unser Geheimnis oder der blinde Fleck, wenn es uns ganz unbewusst ist. Wenn wir das aber mitteilen und diese Arbeit machen, dann erfahren zwei Menschen von dem, was in ihnen wirklich los ist. Und das ist damit diesen gelben Pfeilen ausgedrückt, Gedanken, Gefühle, Körperempfindung. Das sind wir wieder beim ehrlichen Mitteilen. Mhm. Also wenn diese inneren Erlebnisebenen mitgeteilt werden in beide Richtungen, dann erkennen beide, dass es keine Gefahr mehr gibt, dass der andere auch nur in einer Notsituation sich befunden hat oder noch befindet, und dass beide einen Wunsch nach Kontakt und Austausch haben. Und das ist dann in der Mitte dargestellt. Durch diesen Austausch kommt es dann zu einer wirklichen Verbindung auf Erwachsenenebene. Und das heißt, wir erleben im Kontakt, in der Beziehung Nähe und Autonomie gleichzeitig. Durch das Mitteilen, was in uns ist. Ja, das ist der Schlüssel der ganzen Sache. Ja, das ehrliche Mitteilen, darüber hatten wir ja auch schon Interviews gemacht. Und durch dieses Mitteilen der eigenen drei Ebenen, der Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen, da geschieht ja schon Transformation, hast du mal erklärt. Vielleicht möchtest du noch mal darauf eingehen, dass der Zuschauer noch mal so ein kleines bisschen von dem ehrlichen Mitteilen auch noch mal mitbekommt. Ja, ehrliches Mitteilen ist das Selbsthilfenetzwerk oder die Selbsthilfemethode, die ich entwickelt habe, wo Menschen miteinander eben sozusagen diesen Kontakt herstellen können, aber ohne Spezialist, also ohne Therapeut. Und für Menschen, die halt so mehr Gepäck in sich haben und wirklich Hilfe möchten und das auch brauchen, für die ist diese Floating-Arbeit, aber das Prinzip ist dasselbe. Also das Floating basiert auf ehrlichem Mitteilen. Und was ich als Therapeut mache oder ein Floating-Therapeut, ist letztlich nur, den zwei Menschen oder mehreren Menschen zu helfen, das ehrliche Mitteilen durchzuführen. Ja, und das heißt, das ist, der Vorgang ist derselbe. Und bei dem einen machen es die Menschen mit Hilfe dieser Prozessbeschreibung vom ehrlichen Mitteilen ohne Therapeut. Und wo das sehr verzerrt ist, braucht es eben die Anleitung. Ja, von einem Spezialist oder von jemandem, der eben die Menschen miteinander in Verbindung bringen kann. Ja, aber der Vorgang und das Ergebnis ist dasselbe. Wir kommen in einen vollständigen Austausch über das, was wir seit der Kindheit eben nicht mitteilen konnten. Und dahingehend, wenn das jetzt transformiert wurde, lösen sich dann auch diese äußerlichen Projektionsflächen. Also man zieht nicht mehr die gleichen Erfahrungen an. Es geht eigentlich nicht um Erfahrungen, sondern immer nur um Beziehungskontext. Also es geht immer nur um Beziehung. Also ja, wenn ich nehme das Beispiel mal, weil du sagst Erfahrungen. Wenn ich eine Erfahrung mache, wenn es um Erfahrungen geht, die Leiden verursachen, dann ist das trotzdem der Bindungskontext immer. Es ist nur verzerrt. Also wenn jemand kommt und sagt, zum Beispiel hat ständig Autounfälle, dann sieht das ja erstmal nicht so aus, als hätte das was mit Beziehung zu tun. Doch, es ist immer nur die Beziehungsebene. Und dann muss das sozusagen erstmal klar sein, das muss erst auf die Beziehungsebene zurückgebracht werden. Das heißt, wir müssen gucken, was hat dieser Mensch für Probleme im Kontakt und in Beziehung. Und um den äußeren Vorgang, um das Ereignis geht's gar nicht. Da muss man sich gar nicht
drum kümmern. So, jetzt habe ich leider deine Frage vergessen, sorry. Ja, das war die Transformation, ob durch die Transformation dann sich auch meine Außenwelt verändert. Ah, okay. Ja, ja, genau, also jein. Es ist nicht so, dass wir dann wirklich andere Menschen mit einer anderen Struktur anziehen. Das ist ein bisschen viel verlangt. Was aber passiert ist, dass wir nur noch Menschen anziehen, die darüber sprechen können. Und das ist die eigentliche Transformation, weil es muss sich gar nichts ändern. Mhm. Es muss sich nichts ändern. Die Lösung ist nicht, dass sich was ändert, sondern dass ich jetzt einen Menschen finde, mit dem ich über das, was da abgeht, mich austauschen kann. Mhm. Das ist die eigentliche Transformation. Dass ich jemanden finde, der dazu bereit ist und dass ich mich auch traue, darüber zu sprechen. Und dann ist das Leiden zu Ende, egal was im Außen passiert. Im Außen muss sich nichts ändern. Und als Partner jemand anzuziehen, der eine ganz andere Struktur hat, das würde, da ist zu wenig Resonanz. Also da ist zu wenig Anziehung. Ja? Mhm. Das wird also eher nicht passieren. Es muss auch nicht passieren. Mhm. Also für ein glückliches Leben reicht es, diesen Austausch herzustellen. Ja, wenn man jetzt als Therapeut oder auch Zuschauer nochmal echt in die Tiefe rein möchte oder sich das auch integrieren möchte als Tool, wo hat man denn Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen? Also auf jeden Fall auf meiner Homepage www.traumaheilung.net und es gibt ein Buch für Therapeuten dazu, das heißt das Floating-Handbuch. Wer das anwenden möchte, sollte im Idealfall die Fortbildung dazu machen, die ich da anbiete. Und das wäre der sicherste Weg, das zu machen. Wenn jemand schon lange Jahre Erfahrung als Psychotherapeut oder Traumatherapeut hat, dann ist es natürlich auch möglich, das mit dem Buch in die Arbeit zu integrieren. Mhm. Super. Vielen lieben Dank, lieber Gopal, dass du heute da warst und ja, weiterhin viel Erfolg bei Danke. Der Traumatherapie. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen aus den verschiedenen ja, Lebenskreisläufen oder aber auch Lösungsansätzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.